Ja, aus Hude und der Festwagen. Da sieht man also die Klösterbögen des Huder Klosters nachgebildet. Klösterbögen ist auch schön. Habe ich Klösterbögen gesagt? Ja, mehrere Klöster. Ja, also Klosterbögen heißt es natürlich. Die sieht man auf diesem Festwagen nachgestellt. Das Kloster, dessen Ruine erhalten ist, stammt aus dem 13. Jahrhundert. Ja, nicht dieser Festwagen, der ist neueren Datums, aber die Huder Mönche auch traditionell natürlich Teil des Oldenburger Kramermarktes. Und so ein schöner alter Hanomark vorneweg. Ja, also diese alten Zugwagen, die hier alle vorwegfahren, wunderschön. Ja, die werden ja vornehmlich bei solchen Gelegenheiten eingesetzt, bei Umzügen, Festumzügen, Erntedankumzügen und natürlich beim Oldenburger Kramermarkt und natürlich auf jeder Menge Ausstellungen von Oldtimern. Ja. Jetzt kommt eine Firma, wir wollen ja keine Werbung machen, aber man muss ehrlich sagen, ein Kramermarktsumzug ohne diese Firma ist quasi undenkbar, denn dort werden diese berühmten Karamellen hergestellt, die wir hier auch schon tonnenweise auf dem Tisch liegen haben. Und das ist natürlich der Traditionsbetrieb Turm Sahne. Und diese Firma ist gerade ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Mittelstandspreis. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und seit 60 Jahren. Mit Recht, oder? Mit Recht, ja, natürlich. Und seit 60 Jahren hier in Oldenburg vertreten. Und es ist in der Tat so, die Oldenburger Sahnekaramellen, die müssen beim Kramermarktumzug einfach dabei sein. Ein paar Jahre lang war die Produktion ja mal eingestellt. Da gab es einen Riesenprotest aus der Oldenburger Bevölkerung. Und da musste Turm Sahne die Sahnekaramellen wieder auflegen. Und Lars Nitschke ist in diesem alten Bus und wenn er mich jetzt hört, kann er auch drauf gehen. Bitte, Lars. Es ist unglaublich, hier gibt es Kamelle ohne Ende. Ich bin im Turm Sahnewagen und der ist definitiv der beliebteste, auch bei mir. Mein Büdel ist voll, ich komme gleich zu euch und ich weiß, dass, darf ich das eigentlich so oft sagen, Turm Sahne super lecker schmeckt. Ich glaube, es gibt Ärger, aber das ist mir in diesem Fall egal. Wie viel habt ihr schon verteilt? Wie viel Kilo heute? 1000. 1000 Kilo und der Wagen, ich kann es sehen, hier drin ist noch voll, also ich werde gleich versuchen, was zu holen. Es ist unglaublich, hier gehen Kamelle weg ohne Ende. Damit würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Im letzten Wagen, ich bleibe hier. Die Kamelle könnt ihr euch später abholen, ich gehe essen. Ciao. Ja, vielen Dank, Lars. Das war übrigens der Geschäftsführer von Turm Sahne, Herr Oltmanns. Und ja, aber mal gucken, ob wir vielleicht auch noch ein T-Shirt bekommen. Ein nettes T-Shirt an, aber jetzt flüchtet er vor uns. Ja, der sieht uns jetzt leider nicht. Und ja, sensationell. Ja, Turm Sahne schließt den Kramermarktumzug zum 404. Oldenburger Kramermarkt. Und das ist ja auch eine Tradition, dass der Wagen nochmal am Schluss kommt. Das ist eine Tradition, natürlich. Und die hauen nochmal alles raus, was da ist. Ja. Also was bis hierhin noch nicht unters Volk gebracht ist, das muss jetzt raus hier. Da fliegen nochmal die berühmten gelben Bonbons durch die Gegend. Jetzt räumen sie uns auch noch das Inventar hier ab. So. Ja, zu unseren Füßen jede Menge Zuschauerinnen und Zuschauer, die natürlich hier begeistert die Turm Sahne Karamellen auch. Liebe Zuschauer, bitte nicht hier, das sind unsere. Jetzt ist aber gut hier. Danke. Ja, Olli. Nicht hier zwischen den Füßen. Ein so. Rettungswagen noch zum Schluss. Ja. Und dann schließt sich das Oldenburger Kramermarktsvolk an. Ja, wir sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir winken auch nochmal in die Kamera. Wir winken nochmal. Es hat uns wieder großen Spaß gemacht. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien viel Spaß auf dem 404. Oldenburger Kramermarkt. Wir haben uns gefreut, diesen Umzug dieses Jahr wieder übertragen zu dürfen und freuen uns schon wie Bolle aufs nächste Jahr. Alles klar. Ihnen viel Spaß beim Oldenburger Kramermarkt und wir gehen jetzt erstmal schick eine Bratwurst essen. Aber ganz genau. Alles klar. Das muss jetzt also, sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns treu. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.